Manchen gilt dieses Konzert als das Wichtigste der Jazzgeschichte. Der Auftritt des Bandleaders und Klarinettisten Benny Goodman am 16. Januar 1938 in der New Yorker Carnegie Hall, einem Hort der klassischen Musik. Dies sei der Moment gewesen, in dem der Jazz aus der Schmuddelecke der Tanzmusik in den Konzertsaal erhoben worden sei. Genau deshalb war Benny Goodman auch nervöser als sonst.